Ist das nicht ein herrlicher Tag, um dieses Gerüst zu beobachten? Nein, ist es nicht. Ja, willkommen zurück zu Portal. Ja, wir sind hier... Uah, Stuhl, du beklemmst mich. Du Perversling, verschwinde. Ja, wir sind hier jetzt gerade vor so einem riesigen Teil und hier sind überall Plattformen und dies und jenes, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. So, was steht denn hier? Danger. Hier sollte man nicht reingehen. Ich glaube, hier ist ein Kinderpark, ein... was ist das? Tja, da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Telefon. Denn trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen geil, bisher nur der Hörer. Eines gelungen, mein Herz zu brechen. Ja. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Hier? Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie oh, hallo. So. Jetzt hallo. Eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Wow. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Telefon? Willst du telefonieren? Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Na? Na? Lust? Auf ein bisschen nicht damit telefonieren? Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Och, das... Ich glaube, es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Dieses Telefon. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten hier, das Ding in Ruhe lassen. Hallo? 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 Wo gehen Sie damit hin? Wo, voll abgespaced hier? Glauben Sie, es schaut mich an. Psychologische Spiele mit Ihnen? Weg mit dir. Also jetzt mal im Ernst. So, wie war denn das hier nochmal? Was musste man hier machen? Hier sehen wir jetzt einen Kurzfilm von... Na gut, schön. Berühren Sie es. Heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Wo? Du Widerliche. Jetzt mal ehrlich. Wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Boah, ich werde dich verbrennen. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Oh. Behälter für Ausscheidungen? Wie? Und jetzt hätte ich... Lassen Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Oh, oh Gott! Na? Was sagst du jetzt? Hä? Hä? Los? Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Jemand hat für Sie angerufen. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Ja, geil. Der Kern hatte vielleicht weitere Zustände. Hallo, kennen wir uns? Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Tja. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Ich werde dich töten. Sie zu töten und Ihnen... Nein, nein, nein. Stehen geblieben. Wow, es hat sich teleportiert. Hallo? Ah, hallo. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Hallo. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Boah, du bist ja niedlich. Super hingekriegt, Sie. Moment. Boah, liebe Klados. Zügel doch deinen Sarkasmus ein bisschen. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Vielleicht mich töten wollen? Oh. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... Mir geht's bestens. Ich hab Sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was Sie wohl tun. Ja, das stimmt. Tja, den Teil... Wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht jetzt hier oben? In Ihren Kopf kriegen. Oder bin ich... Was soll denn ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für Sie es rotiert geben. Einfach. Eine große Party mit all Ihren Freunden. Ach, ich hab Freunde? Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kurs, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil Sie keine anderen Freunde haben. Sie sind sehr unbeliebt. Ja, voll. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Ja, genau, in meiner Personalakte. Alter, wie es geschrien hat.
tödlich. Ich ersticke. Oh. Kleiner Scherz. Boah, als ich Neurotop 10 tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Ja, genau. Und jetzt, hä? Das ist jetzt immer noch nicht tödlich. Es kann schweben! Ja, natürlich. Ich bin voll der Kuchenbackmeister. Nicht mehr viel zu verschwenden. Das glaubst du. Oh! Boah, voll drauf gelandet. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen leiser bin. Oder ruhiger. Alter, raste halt aus. Weg mit dir. Aber ich find's gerade interessant, was sie alles sagt. Und vielleicht wollt auch ihr das hören. Hallo. Boah, geil. Tja. Wow. Viel was Gift. Haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Ja. Alter. Die Teile! Sie hebt ab! Nein! Nein! Oh! Hilfe! Hilfe! Ich heb ab! Und jetzt bin ich im Himmel! Hallo? Himmel! Hallo! Himmel! Freiheit! Wow! Wo zum Geil bin ich? Oh! Hallo Klados! Sehen wir uns mal wieder! Oh, das ist der Parkplatz von Aperture Science. Aha. Nein, nein, nein! Was zieht mich da? Alter. Wie kann ich da jetzt denn rein? Alter. Oh, Leute, mich schreibt gerade jemand auf Steam an. Das ist unglaublich. Dann, wenn ich jetzt aufnehme, ey. Wehe. Man schreibt das noch einmal, ey. Boah, voll unpassend. Voll zerstört im Moment. Was ist das? Lauter Kerne. Aber es ist endlich Kuchen. Boah, hätte ich jetzt voll Bock drauf. Oh, da hinten der Begleiterkubus. Du, Licht an. Party Modus activated. Geil. Kriege ich jetzt Kuchen? Oh, schade. Oh, und jetzt nochmal das Abspannlied. Triumph! Ja, also das ist jetzt das Abschlusslied. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit den Rechten ist, aber ich glaube, wenn ich das einfach so ablaufen lasse, dann bekomme ich irgendwie Ärger oder so. Ich habe zumindest das Gefühl. Und jetzt werde ich einfach mal dazwischen labern. Also es geht darum, ich werde das jetzt einfach mal so ein bisschen erläutern. Es geht darum, dass wir, Klados, also uns jetzt irgendwas vorspielen will, dass sie voll zufrieden mit uns ist und dass man jetzt, keine Ahnung, es verwirrt mich jetzt gerade richtig, dass es im Hintergrund gesungen wird, aber es ist so ein geiles Lied einfach. Und dass sie halt das alles der Wissenschaft halt widmet, was sie getan hat und dass sie eigentlich einem nicht mal böse ist. Dass man sie halt jetzt getötet hat und dieses und jenes. Und ja, man sieht hier jetzt auch noch ganz schön gemacht. Ach so, ich kann nicht, ich habe keinen Mauszeiger gerade. Ihr Herz wurde gebrochen mit einem Loch. Also ich habe es erstmal reingeballert und dann habe ich sie explodieren lassen. Also sehr schön die ganze Arbeit mit diesen Computerzeichen. Und hier auch noch die ganzen Leute, die mitgemacht haben. Ich habe sie verbrannt. Lagerfeuerlied. Ja, und jetzt will sie wieder mit mir befreundet sein. Und jetzt singt sie halt einfach darüber, wie halt jetzt die Zeit zwischen uns war. Weil wir hatten eine so schöne Zeit, natürlich. Und obwohl ich sie halt verbrannt habe, ist es halt... Oh, ich labe hier gerade voll in den Müll, fällt mir gerade auf.
Ja, sie will lieber hier bleiben. Man merkt schon, dass sie schon uns gar nicht mag. Überhaupt nicht. Man wird im zweiten Teil, den werde ich natürlich dann auch let's playen. Also, hoffentlich. Ja, und jetzt regt sie sich voll über Black Mesa auf. Wie jeder eigentlich. Diese verdammte Kackfirma. Und im zweiten Teil wird sie ihren Sarkasmus erst recht nicht zügeln. Da will sie es wahrscheinlich voll auf uns, also so richtig, auf uns abgesehen haben. Und hier nochmal die schönen Zeichen, das Aperture Science Zeichen. Das, wie nennt man es nochmal, das Wissenschaftszeichen? Ach, ist doch egal. Ansonsten hier noch die Translation. Und jetzt lebt sie noch. Darum geht es im Lied, also Still Alive. PS. Also ihr geht es wunderbar toll und... Still Alive. Okay. Und wenn wir tot sind, dann lebt sie noch. Lebt noch. Ja, sie lebt dezent noch. Also das war das wunderbare Projekt Portal. Ich würde es noch sagen, wir schauen jetzt mal in die Bonuskarten. Die leuchten hier gerade so schön. Hm. Herausforderung, Challenge. Advanced Chamber. Chamber. Also hier haben wir jetzt nochmal fortgeschrittene Kammern. Ich könnte vielleicht einfach mal reinschauen, nur aus Spaß. Ich habe nämlich keine Ahnung, inwiefern die dann schwieriger sein sollen. Ich mache jetzt einfach mal die hier. So als Abschluss krönt. Dann könnt ihr sehen, wie schlecht ich eigentlich bin. Also hier sind wir jetzt nochmal in der 13. Kammer. Hier können wir auch drauf gehen. Okay. Wer auch immer jetzt die Kammer hier geflutet hat, finde ich ja gar nicht sozial, ey. Das kann ja wohl nicht angehen. Hä? Wo ist denn... Da, Schalter. Hä? Jetzt sind wir, soll ich das denn schaffen? Okay, das war schon mal fast richtig. Also, ich teste jetzt auch ein bisschen. Ich meine, muss ja auch mal sein. Wie zum Geil soll denn das funktionieren? Jetzt vielleicht? Ja, ich hab's geschafft. Hm, wir brauchen einen Kubus. Okay, vielleicht sollten wir erstmal einfach mal das hier dahin. Dann wäre das schon mal jetzt geregelt. Ja, was auch immer. Alter, wer flutet denn sowas, ey? Das ist alles widerlich. Die ekelhafte Klados. Los, wir schaffen das. Wir haben den Kubus. Ah! Ja. Scheiße, wie kommen wir zurück? Hallo? Wo? Also man sieht schon, es ist dann doch ein bisschen schwieriger. So, jetzt sollte ich hier im Portal mitmachen. Hinmachen. Boah. Hinmachen. Darauf komme ich jetzt gar nicht klar. Alter. What? Nein. Okay, man hört jetzt vielleicht Leute, die wo draußen vor meinem Fenster rumlaufen. Ich hoffe, man hat jetzt nicht genau verstanden, was sie gesagt haben. Sonst ist das nicht toll. Nein. Boah. Beinahe wäre ich gesprungen. Beinahe. Beinahe. Also man sieht schon, die Testkammer ist dann doch ein bisschen schwieriger. Ein bisschen. Ich verstehe jetzt gar nicht. Nein! Alter, es kann nicht sein. Boah, da hat man gerade dieses Schnaufen gehört. Wie Shell draufgegangen ist. Ja. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich stelle mich jetzt gerade echt dümmer an, als ich bin. No comment. Ganz ehrlich. Los. So. Das wäre geschafft. Nur noch heil hier raus. Das ist das Einzige, was ich will. Kann ich... Ja, geil. Ach so, eine Kacke. Das regt mich jetzt dann doch ein bisschen auf. Ich hoffe, es ist für euch jetzt nicht so langweilig, wenn ich jetzt so als, keine Ahnung, als Fun, aus reinem Fun jetzt nochmal hier diese Challenge... kurz mache, also ich mache jetzt das nicht alles dort, das wird dann echt zu blöd. Aber, keine Ahnung, jetzt einmal nur kurz anprobieren.
faile ich hoffentlich nicht, sonst beiße ich mir ins Bein. Alter. So, hier und hier nicht daneben springen. Verschwinde. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Da. Geh baden. So, dann hätten wir das auch geschafft. Wunderbar. Ansonsten habe ich für euch Errungenschaft. Törtchen. Oh. Törtchen. Was kommt jetzt eigentlich? Moment. Ach, okay, ich dachte schon. Also, ich habe für euch jetzt noch was geplant eigentlich, was man denn jetzt hier noch machen könnte. Also, insbesondere was Portal betrifft. Also, da habe ich mir schon was ausgedacht als Special Part. Ich werde nämlich ein bisschen mit der Konsole arbeiten. Ich frage mich, jetzt habe ich die auf... Moment, ich schaue mal kurz. Hier in der Tastatur. Könnt ihr das auch mal sehen? Entwicklerkonsole umschalten. 1. Aktiviert. 1. Welches 1? Es war doch das richtige 1, oder? Ach, kann man wahrscheinlich nur im Spiel machen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Projekt. Es kommt jetzt dann, also das Projekt ist an sich jetzt eigentlich vorbei, aber das, was ich jetzt dann demnächst mit Portal, also dem Teil hier noch machen werde, das ist dann reine Fun-Aktion. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das irgendwie gut ankommt. Also ich habe, wo ich das erste Mal gemacht habe, habe ich echt gedacht, what the fuck? Also richtig, what the fuck? Weil, keine Ahnung, das hat irgendwie die ganze Portal-Dimension dann so ein bisschen zerstört. Und es war dann doch irgendwie, ja, abgespaced. Also bis dann, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, run over and out.